Da sind wir wieder. Können wir das noch länger strecken? Und die Frage ist eher, sollten wir es überhaupt versuchen? Wir sind bei Pokémon Kolosseum, wie die Abkürzung hinter dem schönen Hauptcharakter auch schon anzeigt. Nicht ganz. Aber was soll's. Zum Thema. Metagross ist jetzt quasi frei. Deswegen bin ich auch hier in MRT. Weil ein gewisser jemand das unbedingt on-screen machen wollte. Ja, weil das so episch ist. Nicht wahr? Mit 3 Frames je Sekunde ist das sehr episch. Ah, jetzt läuft sie wieder flüssiger. Okay. Ja. Ja, kann ich nichts für. Ist halt so. Joa, theoretisch können wir auch ein anderes Programm nehmen, aber das ist dann... Ach, was soll's. Ja, ja, das ist ein Pokémon, das erst geöffnet werden kann mit Hammer und Meißel. Da, mach mal. Hammer und Meißel, du bist aber human. Ist in meinem Metagross, ne? Ist Metall. Ja. Ja, mit Kitzeln kommst du da nicht weit. Hyperstrahl. Ja. Yay. Und ganz, ganz viel Erfahrung. Man sieht es da. Ich habe keine Attacke gesehen, die besser sein sollte als Hyperstrahl und die trotzdem nicht gut ist. Okay. Also. Man sieht also, es dauert eine ganze Weile, bis man das gelevelt hat. Metagross zählt zu den Pokémon, die am allermeisten XP brauchen, ja? Überhaupt. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auch direkt damit verbunden. Hier, da Zeug, ne? Kryptometer. Ja. Okay. Jetzt ist es schon Sternhieb. Ah, oh, schön. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es dürfte Strahl sein. Schau mal nach. Auf jeden Fall ist das alles besser als das, was wir momentan haben. Ja. 185. Das ist natürlich. Genauigkeit ist super, aber. Geh mal kurz über Metallklaue. Was steht denn da eigentlich? Da. 95. Ja. Und Hyperstrahl? Ich will mal kurz die Genauigkeit davon sehen. Ja. Wir können es einfach drin lassen. Für Gegner, die weder gegen Stahl noch Psycho irgendwie nützlich sind. Ich bezweifle, dass Hyperstrahl je nützlich wird, aber das ist meine eigene Meinung. Ja, also schmeiß mal Eisenabwehr raus, oder wie? Ja, würde ich eh nie nutzen. Ebenso. Ist zwar gerade in Competitive, also ja. Metagross mit Eisenabwehr und dann am besten Schwerttanz oder sowas, wenn das kann. Also irgendeine angriffssteigernde Attacke auf jeden Fall ist ja super, aber. Aber da ich kein komplettes spiele und das auch nicht irgendwie vorhaben, auf eine DS- oder GBA-Version zu übertragen, kriegt es keinen Kursennamen. Nein! Das oh. Heißt, es weiterhin Metagross. Ja. Was ist das voll abartig? Wie hast du das eigentlich im Englischen? Das ist zufällig. Nee, weiß ich nicht. Nicht, okay. Der Name ist kürzer, aber wie genau der heißt, weiß ich nicht. Ich schlag nach. Viele englische Namen sind kürzer. So im Videospielen. Nicht alle. Ja, aber einige. Metagross. Lagerturm. So, ich war übrigens, falls ihr irgendwie interessiert, shoppen. Wir haben jetzt wieder genug pflanzliche Topbeleber und Pulverchen und Wurzeln. Und war bei der Gelegenheit gleich mal auf dem Duellberg bis 20, danach habe ich keinen Bock mehr. Schlicht und ergreifend. Ich meine, es fängt wirklich mit Level 13 Gegnern an, das ist albern. Nur ein wenig. Und wir haben wieder das Flackern der Figuren im Tunnel. Ist das nicht schön? Heißt das im Englischen wirklich auch Metagross? Möglich, ne? Ach doch, die Tür. Naja.
Also mit Maximalgeschwindigkeit zum wahrscheinlich letzten epischen, total tollen Bosskampf. Ja, hoffen wir mal. Och, mir kann es auch noch ein bisschen was weitergehen, wenn es nicht zu lang ist. Aber. Es geht eigentlich um den Bosskampf. Hoffen wir mal, dass wir den schaffen jetzt. Achso. Ja, weiß ich nicht, ne? Das Team ist jetzt nicht so schlecht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist der einzige Bösewicht, den du sprichst. Weiß man nicht mehr wie. Mach einfach. Passt schon. Das passt nicht, weil das ja ganz anders sein würde. Aber ich glaube, das war so ein tiefes, aber lautes oder sowas, ne? Wirklich. Oh, ich hatte mir schon Sorgen um euch gemacht. Ich dachte, ihr hättet Angst vor mir bekommen und wärt geflohen. Ich bin der Weihnachtsmann. Eggman, Wily und Weihnachtsmann in einem. Boah, der Kerl ist ein Multitalent. Und er ist fett. Ja, deswegen. Nebenbei, haben wir den Text nicht schon mal gesprochen? Nein. Das ist erstmal das, was wir wiederholen. Ah. Also. Ihr seid hoffentlich bereit für den totalen Untergang. Danke. Tada. Hoho. Ich werde euch vernichten, so oft ihr mir unter die Augen tretet. Boing, boing, boing. Ja, ja. Metal-Musik. Spring ins Feld. Nebenbei, findest du nicht die Idee besser, dass man eventuell hätte schauen können, wie wir unser Team aufstellen? Nein. Okay. Dann nicht. Einfach aus Metal-Boss. Passt doch eigentlich, oder nicht? Da hoffen wir mal. Metaverse ist doch nur dezent größer als alles andere auf dem Feld. Donnerblitzerflasche, okay. Jo. Erstmal das Vieh loswerden. Okay. Shirox ist. Da. Psychokinese auf Shirox. Psychokinese, okay. Shirox ist selber Typ Stahl, deswegen macht das keinen Sinn. X-Angriff, ja. Und nochmal, ja. Verschwende halt Runden, ist mir egal. Kommt mir sogar ganz gelegen. Okay, das ist nicht sehr effektiv, schade. Aber Stahl wäre wahrscheinlich genauso wenig effektiv. Aber Hyperstrahl ist auch nicht sehr effektiv, weil es ein Stahl-Pokémon ist, also versuch's gar nicht erst. Okay. Was? Ich kann Donnerblitz auf. Wow. Ja, man kann seine eigenen Teammates immer angreifen. Okay, und das fällt mir jetzt im Bosskampf erst auf. Das ist irgendwie irritierend. Oder wollen wir es doch mit Sternen versuchen? Weil es einfach an sich, obwohl. Wirst du sagen. Weißt du was? Entscheide dich selbst. Entscheide ich mich. Da muss man nicht aussetzen. Und es geht schneller, wie es aussieht. Auch nicht sehr effektiv, aber. Macht genauso viel Schaden. Ja. Aber steigen Angriff. Ja. Bleiben wir bei der Attacke. Hui, Käferattacke. Starke Käferattacke. Ja, da hat einen Angriff gekriegt. X-Angriff, ja. Und Angriff und Verteidigung steigt. Und Initiative. Und alles andere auch. Ach, sag nicht, das ist nicht wieder so eine Antikkraftattacke, oder? Doch, ist es natürlich eine Antikraftattacke. Ich nenne übrigens, für die, die es nicht wissen, alle Attacken so, die jeden einzelnen Statuswert erhöhen können gleichzeitig. Okay. Für mich Antikraftattacken, weil das so die Attacke ist, auf die man so am meisten trifft. Untereinander, ja. Gut, dass wir so viele Drachen- und Eisattacken haben. Eisattacken haben wir. Eben, das brauchen wir für Untereinander später, aber es kann eben auch Erdbeben, das ist der blöde Kram. Erstmal würde ich aber ganz den Shirox loswerden, weil das gerade unglaublich gebufft ist. Okay. Einfach Donnerblitz und noch was anderes. Alles auf Shirox. Ich muss Shirox loswerden. Okay. Kein Heilen, kein gar nichts. Na gut. Der hätte auch Heilen nichts gebracht. Oh
Okay. Wollt ihr das mit Risiko tackeln mit so einem Phoebe untereinander? Ja, stimmt. Greifen? Ja, wahrscheinlich. Greifen. Okay. Ich bezweifle, dass ich lange überleben würde, aber das ist eine andere Frage. Ja, wir haben ja unendlich viele Versuche. Angenehmerweise. Wir werden natürlich alle sterben, weil Silberhauch voll gebufft ist. Jo. Ja, macht verdammt viel Schaden. Wieso habe ich dieses blöde Gefühl, dass es noch einmal erhöht in nächster Zeit? Man weiß es nicht. So. Blizzard oder Schaufel? Das ist hier die Frage. Du wirst vorher sterben, weil Shiraut schneller ist als du. Aber nicht schneller als Metagross, glaube ich, oder? Oder doch inzwischen? Es hat die Initiative steigert bekommen. Es war schneller als Metagross. Was du tun könntest, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Du könntest einfach mal Ausdauer einsetzen, in der Hoffnung, dass es als erste Attacke gilt, und dann würdest du diese Attacke auf jeden Fall überleben. Okay, Kraft durch Hoffen. Ist gut. Ah, ja, da hätten wir denken können. Gut, das geht natürlich auch. Und noch dazu. Nee, ist egal. Passt. Haha, passt. War's wert. War's einfach schon wert. Ja, ja. Wieder Ansteigung. Gut, deswegen, dann lasse ich Keifel angreifen und mit Metagross heile ich dann. Würde ich jetzt so sagen. Klingt gut, ja. Warte immer noch auf irgendeine Feuerattacke von Utalanda, die dann das Dings aus dem Latschen haut, aber. Kraftwurst war das, genau. Der komische Biokram. Sag nichts gegen komischen Biokram. Ja, ja, ich weiß, aber die Namen sind einfach irgendwie unkreativ. Ja, Okay. Wie gesagt. Starke Buff, jo. Irgendwas Mantax? Schnelles. Ja, Mantax war am ehesten, zählt am meisten aus. Und ist eigentlich relativ schnell. War eine Frage übrigens, aber. Mal ansehen, keine Ahnung. Aber dürfte halbwegs, ja. Schneller als Shirox kann es nicht sein. Ich versuche gerade zu überlegen, ist Brutal eine Drache Feuer oder Drache Flug? Oder Drache Unlicht am Ende noch? Ich habe das Vieh selber nie gehabt, leider. Naja. Gut, das alles. Shirox Käfer Stahl. Was macht man mit dem? Einfach die Aquawelle draufhauen, weil die verwirren können. So. Und Step ist. Okay. Und Sterni direkt hinterher, oder wie? Ja. Ja, nochmal. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Prioritäten neu setzen. Das können wir natürlich auch machen, aber das Problem ist eben, dass Shirox und Brutalanda ähnlich stark sind. Gut, ja. Ah, okay. Auswechsel. So viel dazu. Okay. Das ist an sich nicht schlecht, weil wir haben Aquawelle auf diese Richtung gecastet. Jo. Castet vor allem. Warte, mit Staffette kann ich. Ach, was soll's, ja. Natürlich kann es das nicht besser, egal. Was denn? Mich wundert es halt, dass es direkt im Gleichzug angreifen konnte. Es hat nicht angegriffen, das ist, ist eine Fähigkeit von ihm. Ah, okay. Naja, gut. Ist weg. Wollten wir ihn nicht mehr haben. Ja. Ich fühle mich jetzt nicht so in der Lage, in so einem Kampf nochmal den irgendwie runterzuhalten und dann Bälle zu schmeißen. Was ich hier schön finde, Metagross hat noch keinen einzigen Punkt Schaden gefressen. Mhm. Würde es auch weiterhin nicht tun, weil es ein Stahl-Pokémon ist. Ja, ist auch unattraktiv als Ziel eben. Eigentlich ja nicht. Vor allem für Machoma jetzt. Der wird versuchen, mit voller Kraft jetzt auf Dings drauf zu hauen. Metagross
auf jeden Fall mit Psychokinese auf Mahomai, das ist schon mal klar. Und Mantax am besten heilen. Ja. Heilt sich selbst am besten, ja. Wir lassen jetzt einfach Brutalanda mal drin. Brutalanda ist nicht allzu böse eigentlich. Hält ab. Also, beide von ihnen hier können Brutalanda überleben. Ja. Brutalanda macht sich relativ gut Schaden. Ja, selbst. Sich selbst auch, eben. Meine ich ja. Macht sich relativ gut Schaden. Wird auch noch von Sandsturm beeinflusst. Jo. Komm schon. Ah, Sand. Ah, nee, doch nicht ganz. Erdbeben. Keine Kampfattacke, das wundert mich, aber Erdbeben ist dann doch echt schwer. Hatte das nicht spielbar? Metagross? Nee, das war Tanhill. Tanhill und Metag haben das, aber Metagross siehst du, steht auf dem Boden. Ja, musst du Mahomai eigentlich auch getroffen werden? Sollte eigentlich, ne? Mhm. Jo. Dead. Gut. Dead bei Sandsturm. Muss man sich als so richtiges Kampf-Pokémon auch dumm fühlen. Die Sandkörner umgebracht werden. Mhm. Nee, jetzt ist es schon zwei Level über den anderen. Ja, pff. Das ist doch das beste Pokémon, was du dabei hast. Einfach ja. Mit ab. Weißt du, was gut ist? Was denn? Die ganzen... Ich bin besser, eben alle Statuswerte sind weg von dem. Jo. Heilrunde. Heilrunde. Auch wenn ich bezweifle, dass Mantax diese Runde überleben wird. Nach dem Heilen. Aber Metagross zu heilen, klingt für mich nach einer sehr guten Idee. Dann heile ich einfach mit Mantax Metagross und mache damit Metagross einen Angriff. Ja. Bauernopferstil, wie ich das halt so gern mache. Sternenhieb auf Scherox. Immer noch? Scherox hat jetzt keine Verteidigung mehr und Metagross hat immer noch zweifache Angriffserhöhung. Okay. Das war zu erwarten. Damit ist aber Brutalanda wenigstens aus dem Rennen für diese Runde. Jo. Und wir haben immer noch 12 Tonnen Vitalkraut und Wiederbelebungskram. So, die Auswahl grenzt ja allerdings langsam ein. Arias. Das klang schmerzhaft. Mhm. Ich habe soeben die Möglichkeiten durchdacht. Nein. Silberhauch, ja. Ich hatte diese müde Hoffnung. Nicht sehr effektiv, okay. Deswegen habe ich ihn reingeholt. Ich hatte ja echt diese müde Hoffnung gehabt, dass das trifft und dem wirklich gut Schaden macht. Mhm. Aber ich habe jetzt einen anderen Plan. Wir gehen zu Brutalanda. Alles fast tot ist. Matschbombe, Brutalanda. Und... wohl am ehesten Psychokinese. Doch, Psychokinese. Obwohl, ich meine, ich hätte jetzt Sternlieb ist eh verstärkt, aber Psychokinese hat eine höhere Trefferrate, also Psychokinese. Würde ich hätte jetzt. Ah ja, das geheilt, theoretisch. Ach ja, ist vielleicht schlauer, ja. Ja, ich versuche gerade nur auf Angriff zu denken, aber man muss ja irgendwie. Naja. In der nächsten Runde nach Möglichkeit mit Metagross wahrscheinlich irgendwen oder mit einem. Aber ja. Das wollte ich vermeiden. Ich dachte, der lässt sich noch eine Runde Zeit. Das wollte ich übrigens auch vermeiden. Weil deswegen. Jo. Komm schon. Vergiftet. Oh, das macht gut Schaden. Das ist gut zu sehen. Schön zu sehen. Vergiftet. Und er hat schon eine zweite Top-Genesung rausgehauen. Ich glaube nicht, dass er mehr als zwei Top-Genesungen haben sollte. Ach ja. Yeah. Eigentlich, ganz ehrlich, ist jetzt wieder Scherox das größere Problem. Ist es? Okay. Es hat einen doppelten Angriff. Stimmt, ja. Bringt da Matschbomben was? Ist Gift auf Stahl ineffektiv oder null? Das muss ich jetzt